Ein Amoklauf in Hamburg bei den Zeugen Jehovas. Kurz nach der Tat wird bekannt, der Täter verbreitete krude religiöse Thesen, schrieb von Prophezeiungen. Gleichzeitig gab es Hinweise auf seinen Hass. Ich habe mir gedacht, bitte, bitte Philipp, bitte nicht du. Wie kam es zu seiner Tat? Und hätte sie verhindert werden können? In diesem Film geht es um einen Amoklauf und um psychische Krankheiten. In der Infobox findet ihr Hilfestellen. Ort, Anwohnende wurden per Smartphone. Was ist los? Einer lebensbedrohlichen Lage gemacht. Es gibt wohl eine relativ heftige Schießerei oder hat eine heftige Schießerei in Hamburg gegeben. Es war gerade in den Nachrichten. Und wir fahren da mal hin und gucken. Wir waren gerade noch in einer Kneipe. Plötzlich Meldungen über einen Anschlag. 1 Kilometer entfernt. Eigentlich eine Pflicht, sich das als Journalisten anzuschauen. Aber nicht um jeden Preis. Die Polizei sprach von einer Großlage. Demnach hat ein Täter oder haben mehrere Täter auf Menschen in einer Kirche geschossen. Der oder die Täter sind auf der Flucht. Die Behörden gaben eine Warnmeldung heraus. Ich glaube, wir sollten umdrehen. Bis zu einem Anschlag und haben die Straßen rund um. Ja, ich glaube, das ist so sicher. Wir sollten abwarten, was jetzt Sache ist. Ist es ein Terroranschlag? Politisch motiviert? Wie viele Täter? Wir wissen es nicht. Suchen Sie sofort Schutz in einem Gebäude. Nehmen Sie gefährdete Personen vorübergehend auch bei sich auf. Helfen Sie Kindern und anderen hilfsbedürftigen Personen, aber ohne sich selbst zu gefährden. Wir stoppen erstmal in einem Krankenhaus. Hier wartet ein Journalist, der sagt, seine Kollegen seien am Tatort in einem Pressebereich. Moin. Da hören wir jetzt die Polizeihubschrauber. Ja. Fliegt gerade genau über unseren Kopf. Inzwischen heißt es gebe keine Hinweise mehr auf einen flüchtenden Täter. Darum fahren wir jetzt selbst hin. Dort, wo man die gelbe Tankstelle sieht, dort ist auch der Tatort. Der Tatort ist ein Haus der Zeugen Jehovas in Hamburg. Abgesehen von Presse und Polizei sind die Straßen gespenstisch leer. Allmählich wird klar, was hier passiert ist. In Hamburg hat es offenbar bei einer Schießerei mehrere Tote gegeben. Um das Veranstaltungszentrum offenbar der Zeugen Jehovas herum ist alles abgesperrt. Durch Notrufe alarmiert und zufällig in der Nähe stürmten Spezialkräfte der Polizei nur wenige Minuten später das Gebäude. Beamte einer Sondereinheit, die zufällig in der Nähe sind. Der Täter flieht in den ersten Stock. Er schießt sich dort. 8 Menschen kommen bei dem Amoklauf ums Leben, darunter auch der Täter. Wir treffen unseren alten Kollegen Carsten. Er arbeitet jetzt bei T-Online. Bei dieser Recherche werden wir uns gegenseitig unterstützen. Am nächsten Tag fahren wir am Tatort vorbei zu einer Pressekonferenz der Polizei. Es sind viele Fragen offen. Wie konnte sowas geschehen und warum? Gestern Abend hat sich in unserer Stadt ein entsetzliches Verbrechen zugetragen, dem 7 Menschen zum Opfer gefallen sind. 8 weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Unter den Toten befindet sich im Übrigen auch ein ungeborenes Kind im Alter von 7 Monaten, das im Mutterleib getroffen wurde. Damals ist der Ablauf der Tat noch unklar. Mittlerweile heißt es, der Täter, ein 35-jähriger Mann, kommt mit dem Taxi. Gegen 19 Uhr ist er an einem Versammlungsort der Zeugen Jehovas, läuft draußen herum. Um 20.15 Uhr googelt er, ob eine 9mm-Patrone Sicherheitsglas durchbricht. Um 20.45 Uhr endet die Versammlung der Zeugen Jehovas. Als eine Frau um 21.01 Uhr aus dem Gebäude kommt und auf dem Parkplatz rangiert, schießt Philipp F. 10-mal auf ihr Auto. Sie entkommt leicht verletzt. Philipp F. feuert durch das Fenster in den Saal, steigt ein, feuert auf die Menschen. Die ersten Notrufe gehen ein. Um 21.09 Uhr sind Spezialkräfte vor Ort, dringen 2 Minuten später ins Gebäude ein. F. flieht ins Obergeschoss, dort erschießt er sich selbst. Insgesamt hat er 135 Schüsse abgefeuert. Er hat 7 Menschen und sich selbst getötet. Rund 30 Menschen haben den Angriff überlebt. Bei Philipp F. handelt es sich um ein ehemaliges Mitglied dieser Gemeinde der Zeugen Jehovas, welches die Gemeinde vor etwa 1,5 Jahren freiwillig, aber offenbar nicht im Guten verlassen hat. Wer ist dieser Philipp F.? An Tag 1 nach der Tat gibt es diese Erkenntnisse. Die Tatwaffe hat F. seit kurzem legal besessen. Es gab einen anonymen Hinweis an die Waffenbehörde.
Philipp F. sei psychisch krank, habe eine Waffe und hasse die Zeugen Jehovas. Daraufhin hat die Polizei ihn kontrolliert, offenbar ohne Folgen. Diese Kontrolle wird später noch wichtig werden. Plötzlich meldet sich jemand, der offensichtlich kein Journalist ist. Mein Name ist Michael Zefidaris, ich spreche für die 4000 Zeugen Jehovas hier in Altona, in Hamburg. Wir sind fassungslos, wie Sie sich vorstellen können. Und unsere Gebete und unsere Anteilnahme sind mit den Opfern. Nach der Pressekonferenz stellt er sich den Fragen. Können Sie sich diese Tat irgendwie erklären? Im Angesicht eines solchen Gewaltausbruchs fehlen uns die Worte. Das christliche Glaubensbekenntnis eines Gemeindemitgliedes der Zeugen Jehovas ist die Ablehnung jeglicher Gewalt. Schon gar nicht ausgeübt mit einer Waffe. Wir haben ja erfahren, dass es einen Hinweis ja auch gab, dass dort bei dem Täter wohl auch Hass gegen die Zeugen Jehovas vorliegt. Ja. Sie haben keinen Hinweis von der Polizei bekommen, dass es diesen Hinweis gab. Alles, was wir heute hier gehört haben, haben wir hier in dieser Form zum ersten Mal gehört. Der Amoklauf von Hamburg scheint keine zufällige Tat zu sein. Der Täter kannte seine Opfer, ging früher selbst in die Gottesdienste. Eine Tat an einer streng religiösen Gemeinschaft, den Zeugen Jehovas. Wir wollten in dieser Recherche auch gerne mit Angehörigen sprechen, aber verständlicherweise wollten sie nicht mit uns reden. Deswegen nähern wir uns über den Täter der Frage, hätte die Tat verhindert werden können? Denn es scheint Warnzeichen gegeben zu haben. Wir fangen selbst an zu recherchieren. Wer war der Amokläufer Philipp F.? Wir finden seine Website. Er sei Unternehmensberater. Auffällig, Tageshonorar, 250.000 Euro. Unter Publications finden wir ein Buch. Das hatte die Polizei bei der Pressekonferenz gar nicht erwähnt. Der Titel? Die Wahrheit über Gott, Jesus Christus und Satan. Wir bestellen es. Tatsächlich habe ich jetzt eine Benachrichtigung bekommen. Moment. Und zwar hier, dass es morgen zugestellt wird bis 21 Uhr. Ich habe nicht gedacht, dass es noch versendet wird. Vor allem, weil, wenn man da draufklickt, das eigentlich nicht mehr verfügbar ist. Mal gucken, ob es jetzt morgen wirklich ankommt. Philipp F. ist im Allgäu aufgewachsen, Bayern. Wir machen uns auf den Weg. Parallel recherchiert ein großes Team. Milan, Daniel, Julian, Benjamin und Rebecca. Das hier ist das Allgäu. Es liegt in der Nähe der Alpen. Und das hier ist Kempten, die Stadt, in der Philipp F. aufwuchs. Hier ging er wohl zur Versammlung der Zeugen Jehovas. Nach unseren Informationen sind seine Eltern noch Mitglieder. Ich darf bei einer öffentlichen Versammlung dabei sein, wenige Tage nach dem Amoklauf, aber ohne Kamera. Okay, wir sind gerade raus. Ja, wir waren jetzt fast 2,5 Stunden dort. Da haben wir dann noch mitbekommen, dass am Anfang ein Gebet war für Hamburg. Den Rest der Versammlung ging es dann aber um andere Themen. Also es wurde mehr darüber gesprochen, warum Masturbation Sünde ist und schlecht ist und dass man das lassen soll oder Pornos gucken, warum das schlecht ist. Und am Ende kamen dann noch zwei Männer auf uns zu, die uns dann in so einen Nebenraum geführt haben und mit uns jetzt noch so im Hintergrund ein bisschen gesprochen haben. Ein Interview vor der Kamera bekommen wir nicht. Sie sagen, die Tat mache sie noch zu betroffen. Wir respektieren das. Wir finden eine nächste Spur und bekommen die Telefonnummer eines nahen Verwandten von Philipp F. Er habe geahnt, dass bei Philipp F. etwas nicht stimmt. Dann hat er schon völlig wirr über sein Buch geredet, also im November, Januar. Und als ich den Titel gesehen habe, habe ich natürlich sofort gedacht, ach du Scheiße, was ist jetzt passiert? Wie kann er jetzt von dieser eigentlich rationalen Sichtweise innerhalb von 6 Monaten komplett abgedriftet sein? Und dann habe ich eine Nachricht geschrieben, Philipp, was geht da eigentlich ab bei dir? Wäre es da dann auch möglich, dass wir uns vielleicht einfach persönlich noch treffen und zusammensetzen? Ja, klar. Doch bevor es dazu kommt, treffe ich noch jemanden. Einen alten Freund des Täters, Manuel. Sie haben zusammen Fußball gespielt und seien 2007 gemeinsam nach Liverpool gefahren. Die Reise hat Philipp F. sogar auf seiner Website erwähnt. Sitze. Unsere Fußballmannschaft, Hobbymannschaft, Liverpool-Fanclub. Philipp. Und dort bin ich. Und die anderen guten Freunde. Wie hast du ihn so wahrgenommen als Mensch? Er war ein ruhiger Mensch. Aber wenn wir zusammen waren, da ist er richtig aufgetaut. Mhm. Da
Da wurde er dann auch lauter und man hat ihn gehört. Ja, er hat sich dort wahrgenommen gefühlt. Gab es sowas, was du sagen würdest, was typisch für ihn war? Ja, der Philipp war, wie kann man sagen, sehr schnell aufgeregt. Also, wenn er sich auf was gefreut hat, wenn wir gesagt haben, ja, heute spielen wir gegen die und die oder steigt eine Party, dann hat er gleich am ganzen Körper gebebt und hat sich gefreut. Das war so, ja, er war sehr emotional. Emotional. Ja, aber auch jemand, wo jetzt nicht gerade eine eigene Meinung hatte und die zum Beispiel versucht durchzusetzen. Heutzutage sagt man dazu, würde man sagen, Mitläufer. Wusstest du so mit den Zeugen Jehovas, dass es da eine Verbindung gab? Ja, weil öfters, wenn er dann Freitagabends, wenn wir uns getroffen haben in Kempten, gesagt hat, oh, es gab zu Hause wieder Stress und so, dann wussten wir, um was es ging, haben uns aber dort nie als 16-, 17-Jähriger Gedanken gemacht, ja, was da der Hintergrund ist bei den Zeugen Jehovas. Oder. Hat er da so erzählt, was für Stress hat er gemeint? Nein, hat er gar nicht. Er hat gesagt, es gab zu Hause wieder Ärger und er ist froh, dass er hier ist und jetzt trinken wir zusammen ein Bier. So ungefähr war das. Manuel hat Philipp F. als Jugendlichen kennengelernt, als er sich von den Zeugen Jehovas entfernte. Die Eltern, Zeugen Jehovas, sein Glaube, der Glaube der Familie, war auf dieser Seite von Philipp und auf der anderen Seite war sein anderes Privatleben. Und das hat er, ich glaube, gut getrennt für ihn anfangs. Weil er vielleicht noch nicht so extremst gläubisch war und dann vielleicht im späteren Zeitpunkt in seinem Leben das ihm dann aber Kopfzerbrechen bereitet hat. Oder? Weil dann gab es halt nicht mehr zwei Varianten. Denke ich. Der Kontakt der beiden sei endgültig abgerissen, als Philipp F. nach Hamburg gezogen ist. Ja, ich hoffe auch, dass wir. Ich bin jemand, der innerlich trauert. Ich zeige es ungern. Und ja, es ist einfach ein Freund und er bleibt in meinen Erinnerungen. Ja, Gott. Es war ein Freund. Der hier gestanden ist im Tor, den Hintern hergestreckt hat und wir haben Arschbolzen gespielt. So einer war das. Was ist Arschbolzen? Man stellt sich so hin und die anderen dürfen auf den Hintern schießen als Bestrafung. Ja, sowas habe ich in Erinnerung mit ihm. Und dann schaue ich in mein Handy und ich sehe wieder dieses Bild. Er als Amokläufer und das passt nicht. Aber es muss passen, also es muss einen Grund geben. Und, ja. Manuel hat uns noch was gesagt. Und zwar habe sich Philipp bei der Polizei in München beworben. Das bayerische Innenministerium hat uns das bestätigt, aber offensichtlich hat es nicht geklappt. Ein Signal? Die Zeugen Jehovas lehnen Berufe mit Waffen eher ab. Achtung, kurzer Infoblock. Die Zeugen Jehovas haben nach eigenen Angaben weltweit rund 8 Millionen Mitglieder. In Deutschland sollen es 170.000 sein. Die Zeugen Jehovas verhalten sich politisch neutral und gehen nicht wählen. In der Nazi-Zeit wurden sie deshalb politisch verfolgt, weil sie sich weigerten, Kriegsdienst zu leisten oder den Hitlergruß zu zeigen. Sie wurden deshalb inhaftiert und auch ermordet. Die Zeugen Jehovas haben eine eigene Bibelauslegung und nutzen ihre eigene Bibelübersetzung. Sie glauben, eine Endzeitschlacht stehe kurz bevor. In diesem sogenannten Harmageddon werde Gottes Armee alle gottlosen Menschen vernichten. Bibeltreue Menschen werden hingegen im Paradies auf der Erde weiterleben. Sie lehnen Homosexualität, Sex vor der Ehe, Abtreibungen, Geburtstagsfeiern und Feste wie Ostern oder Weihnachten ab. In der Kritik stehen sie unter anderem wegen ihrer Ablehnung von Bluttransfusionen und ihrem Umgang mit Aussteigern. Die nächste Pressekonferenz der Ermittler. Wieder geht es um die anonyme Warnung, 2 Monate vor der Tat. Jetzt heißt es, dabei wurde auch auf das Buch hingewiesen. Das habe man aber nicht gefunden. Also die Internetseite des Mannes hat man sich angeschaut und hat festgestellt, dass es ein Berater ist, ein Unternehmensberater, der als Banker tätig ist und
sich damit auch ein Bild gemacht über den Mann. Und bei dieser Recherche ist man Ende Januar nicht auf das Buch gestoßen. Punkt. Das Buch ist eine Tatsache, ein Beweis generell, den man anfassen kann, sodass durchaus waffenrechtlich dieses Buch als Tatsache in Frage gekommen wäre. Und damit hätte man auch diesen Vorgang anstoßen können mit dem fachpsychologischen Gutachten. Mit anderen Worten, wenn man das Buch gehabt hätte und verrückte Sachen drinstehen würden, wäre das vielleicht ein Alarmsignal gewesen. Was steht also in diesem Buch? Es ist angekommen in einer Packstation in Hamburg. Craig von T-Online holt es ab. Das ist es, oder? Das ist es, ne? Mit seinem Namen. The Truth About God, Jesus Christ and Satan. Dedication to one mesmering, beautiful, special lady. Also er hat das Buch jemandem gewidmet. Das Buch ist also einer Frau gewidmet, deren Name der Täter nicht nennt. Während wir bei TikTok nach Menschen suchen, die Philipp F. kannten, stoßen wir tatsächlich auf eine interessante Frau. Mir hat gerade jemand geschrieben, der meine Kommentare bei TikTok gesehen hat, dass ich Leute suche, die Philipp F. kannten. Das ist eine Frau und die schreibt Folgendes. Ich arbeite auf der Reeperbahn und Philipp war einfach ein Kunde von mir. Das ist ihre Nachricht. Wir verabreden uns mit ihr. Sie hat allerdings erst in ein paar Tagen Zeit. Zurück in Bayern. Endlich treffen wir Philipp F.'s Verwandten bei ihm zu Hause. Er möchte verfremdet werden. Heinrich sagt, er sei wie Philipp als Kind bei den Zeugen Jehovas in Kempten aufgewachsen. Wir wurden von allen Festen isoliert. In der Schule hieß es bei den Lehrerinnen und Lehrern, dass wir nicht mitfeiern dürfen. Das sah dann so aus, wenn die Kinder Geburtstag gefeiert haben und anderen Kuchen mitgebracht haben und gesungen haben, dann sind wir ins Nebenzimmer gegangen. Wie ist das als Kind? Fürchterlich. Absolut fürchterlich. Ich habe mich immer als Außenseiter gefühlt, immer isoliert gefühlt. Als Mitglied zählt man bei den Zeugen Jehovas erst, wenn man sich taufen lässt, meist ab Jugendalter. Philipp ging zwar zu Versammlungen, ließ sich aber nicht taufen. Philipp ist nicht beigetreten. Das war das Problem mit dem Philipp. Also von außen haben ihn alle angeguckt, als ob er ein Sonderling ist im Endeffekt. Und ich war ja auch Teil dieser ganzen Leute, dieser Ideologie, dieser Idee, dass ich Leute kritisch beäugt habe, die nicht eingetreten sind. Philipp F. und andere junge Verwandte, die sich nicht haben taufen lassen, habe man bei Familienfeiern an einen Extratisch gesetzt. Rückblickend würde ich das als eine Form des Mobbings bezeichnen. Ist er dann noch zu so Versammlungen gekommen? Immer weniger. Heinrich hat schließlich keinen Kontakt mehr zu Philipp F., weil dieser sich von den Zeugen Jehovas entfernt. 2019, nachdem Heinrich bei den Zeugen Jehovas aussteigt, meldet er sich bei Philipp F. Dem geht es damals offenbar schlecht. Seine Beziehung geht kaputt, er verliert seine Arbeit. In seinem Buch schreibt er, durch einen Vorfall habe er ein Bedürfnis nach spirituellen Werten entwickelt und sich an seine Kindheit erinnert. Er habe eine persönliche Höllenreise durchlebt. Offenbar sucht er jetzt wieder die Nähe zu den Zeugen Jehovas. Mittlerweile wurde auch bekannt, dass sich Philipp F. in dieser Zeit psychiatrische Hilfe gesucht hat. 2020 sollen ihn zwei Zeugen Jehovas dabei unterstützt und auch begleitet haben. Außerdem soll er sich wohl in stationärer Behandlung in Bayern befunden haben. Aber Philipp F. kommt zurück nach Hamburg. Hier geht er zu den Zeugen Jehovas. Wir treffen einen Insider, der ihn in dieser Zeit bei den Zeugen Jehovas kennengelernt hat. Er will anonym bleiben. Wann haben Sie Philipp zum ersten Mal getroffen und wie war das? Ich hatte ihn zum ersten Mal einen Sonntagnachmittag 2020 vor dem Ausbruch der Pandemie getroffen. Und an diesem Tag habe ich ihn kennengelernt. An diesem Nachmittag. Ich bin zu einer Versammlung der Zeugen Jehovas gegangen. Und welchen Eindruck hat er so auf Sie gemacht? Unruhig innerlich. Nach der Versammlung seien Sie in Kontakt geblieben. Peter glaubt, dass Corona den Beitritt von Philipp F. beschleunigt haben könnte. Über die Corona-Pandemie sagen sie, das ist ein Zeichen, dass Harmageddon kommt. Darüber hat er geredet. Als sei diese Pandemie, dieser Corona-Lockdown,
diese Seuche ja ein Zeichen der letzten Tage. Denn die Corona-Pandemie galt den Zeugen Jehovas als Zeichen des nahenden Harmageddons, wie man gleich sehen kann. Die Ausbreitung dieser Krankheit ist beunruhigend, das steht fest. Aber eigentlich überrascht es uns nicht, dass die Welt von solch einer Seuche überrannt wird, oder? Jesus hat in Lukas 21, Vers 11 deutlich gemacht, dass Seuchen zum Zeichen der letzten Tage gehören. Tatsächlich hat sich Philipp F. während der Pandemie taufen lassen. Er ist damit Mitglied der Zeugen Jehovas. Aber dann verändert sich wieder etwas. Es kommt zum Bruch. 2021, das sagen die Polizei und auch die Zeugen Jehovas, habe Philipp F. die Zeugen Jehovas verlassen. Was der Grund dafür ist, das ist bislang nicht bekannt. Und wieder will er zur Waffe greifen. Diesmal nicht bei der Polizei, sondern im Hanseatic Gun Club in Hamburg. Im März stand noch auf der Website: Der Weg zur eigenen Waffe ist nicht so dornenreich, wie es anfänglich scheinen mag. Der Text ist inzwischen geändert worden. Es ist der erste Schritt, um später legal eine Waffe zu besitzen. Aber ist er überhaupt in der Verfassung dazu? Nur wenige Monate zuvor passiert nämlich das. Sein Vater wendet sich an den sozialpsychiatrischen Dienst in Hamburg und sagt ihnen, sein Sohn höre Stimmen und wolle sich umbringen. Es kommt zu einem Gespräch mit Philipp F., doch man hält keine weiteren Maßnahmen für nötig. Wir versuchen, die Familie von Philipp F. zu kontaktieren. Kurzes Gespräch. Ich habe nur kurz an der Gegensprechanlage mit dem Vater offensichtlich gesprochen und der hat gleich abgeblockt. Das muss man ja akzeptieren. Philipp F. schreibt wütende E-Mails mit Bibelstellen an Zeugen Jehovas, fordert gespendetes Geld zurück. Er schreibt, sie seien eine terroristische Organisation und die Mitglieder seien Schwerstkriminelle. Die Mail leitet er zudem an Heinrich weiter und schreibt ihm, die Leute müssen mal wachgerüttelt werden. Im März 2022 bekommt Heinrich eine WhatsApp von Philipp. Ach, das Thema Religion und alles, was dazugehört, ist einfach nur abstoßend. Es gibt wirklich wichtigere Themen, die auch noch sinnstiftend sind. Im Sommer 2022 habe sich Heinrich mit Philipp F. in Hamburg getroffen. Ein letztes Mal. Ich hatte das Gefühl, dass zu diesem Zeitpunkt Religion kein Thema mehr war. Und dass wir uns eigentlich einig waren, dass wir nicht mehr an Gott glauben. Und dass wir nichts von dem glauben, was in der Bibel steht. Heinrich sagt, es helfe zu prüfen, was wirklich in der Bibel steht, um von den Zeugen Jehovas wegzukommen. Ich war frei an dem Tag, als ich mal geprüft habe, was die Bibel wirklich über Satan sagt. Philipp F. und die Religion, eine Hassliebe. Heinrich denkt damals, Philipp F. breche jetzt endgültig damit. Wirklich? F. liest jetzt in der Bibel und offenbar im Koran und er schreibt am Pool ein Buch. Philipp F. hält es für das neue Standardwerk neben der Bibel und dem Koran. Er arbeitet sich an Bibel und Glaubenssätzen der Zeugen Jehovas ab, ohne sie zu nennen. Manches scheint er zu teilen, anderes lehnt er ab. Nazizeit, Kriege und Vergewaltigungen deutet er außerdem als gottgemachte Ereignisse um. Die Polizei hat inzwischen zwei Gutachten zum Buch in Auftrag gegeben. Beide wurden uns zugespielt. Im Extremismusgutachten heißt es, Philipp F. sei kein Extremist gewesen. Er habe christliche Religionsgemeinschaften gehasst. Im psychiatrischen Gutachten wird beleuchtet, inwiefern Philipp F. psychisch krank gewesen sein könnte. Darin heißt es, Philipp F. habe wahrscheinlich eine kombinierte Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen Anteilen gehabt. In dem Gutachten steht noch etwas. Es könnte sein, dass er sein Buch einer Sexarbeiterin gewidmet habe und es wäre gut zu wissen, wie diese Philipp F. erlebt habe. Erinnert ihr euch an diese Nachricht? Wir fahren jetzt zur Reeperbahn. Dort treffen wir uns in einem Hotelzimmer mit einer Sexarbeiterin. Wir sind mit Steffi verabredet. Ich habe den Nachweis gesehen, dass sie tatsächlich als Sexarbeiterin in Hamburg registriert ist. Wie hat sie Philipp F. erlebt? Also ich arbeite auf der Reeperbahn im Laufhaus und er ist zu mir als Kunde gekommen. Er kam mir eigentlich normal vor, aber irgendwas an ihm war anders. Sie sagt, Philipp F. sei dreimal bei ihr gewesen. Im Dezember 2022, im Januar und im Februar danach, also bis kurz vor der Tat.
Es gibt keine zweite Quelle, die ihre Aussagen belegen, aber sie klingen plausibel. Philipp F. habe ihr auch von seinem Buch erzählt. Dann bei eurem dritten Treffen, was hat er da erzählt? Er war sich sicher, dass sobald er ein bisschen bekannter ist, dass das Buch sich gut verkaufen würde. Da dachte ich einfach, der hat halt Träume. Da habe ich mir jetzt nicht gedacht, der ist voll verrückt. Er war auch nicht so, dass er gesagt hat, ich bin der Beste und der Krasseste oder so. Der war ganz normal. Den Titel und den wahren Inhalt des Buches habe er ihr nicht gesagt. Beim Sex hat er auch oft gefragt, ob es mir gefällt. Das war auch ein bisschen unangenehm, weil die Frauen haben dort keinen Spaß. Wir machen das wegen Geld. Fertig. Ist es ungewöhnlich, dass es jemand fragt? Es machen selten welche, aber bei ihm war es mir sehr auffällig, weil er sehr oft, also währenddessen sehr oft gefragt hat. Für ihn war das so, als ob ich auch Spaß daran habe. Philipp F. schreibt in seinem Buch, nur manchen Männern von hohem Rang erlaube Gott den Sex mit einer Prostituierten. Zu diesen Auserwählten gehöre man, wenn die Sexarbeiterin den Besuch auch genieße. In seinem Buch beschreibt er auch einen Traum. Als er aus dem Traum aufwacht, hört er eine Stimme, die ihm zuflüstert. Er denkt, der Traum kommt von Gott. Das Buch endet mit einem lateinischen Text. Wir haben uns das von Walter Ludwig, einem Professor für lateinische Philologie, übersetzen und auch einordnen lassen. Im ersten Teil steht übersetzt: Ich kam, ich sah, ich kämpfte. Ich leistete Widerstand, ich kämpfte, ich siegte. In diesem ersten Satz seien die berühmten Worte von Cäsar, Veni, Vidi, Vici, enthalten. Im Text steht weiter: Ich bin Geschichte geworden, ich bin der große Sohn der Himmel. Interessant ist dabei der Plural von Himmel. Den benutze nämlich auch Jesus im Matthäusevangelium, wie uns der Professor gesagt hat. Damit mache sich der Amokläufer zum Bruder von Jesus Christus. Es scheint, als glaubt er, er sei ein Auserwählter. Heinrich wird Anfang 2023 schließlich klar, dass bei Philipp F. etwas nicht stimmt. Und daraufhin habe ich seinen Vater angeschrieben, habe gesagt, dein Sohn dreht komplett durch. Was ist da los? Und der hat mir dann im Endeffekt auch gesagt, dass der Philipp mentale Probleme hat und dass sie ihn zutiefst gebeten haben, sich Hilfe zu suchen, aber dass er das nicht wahrhaben will. Diese Mail an den Vater liegt uns vor. 3 Tage später schreibt Philipp F. dann an Heinrich und weist ihn auf das Buch hin. Heinrich sagt, er habe Philipp F. daraufhin angerufen, sei aber nicht mehr zu ihm durchgedrungen. Warum? Von der Waffe habe er nichts gewusst. Und dann war ich wahnsinnig viel unterwegs und bin brutal viel gereist und habe mich auch nicht mehr jetzt groß damit auseinandergesetzt, weil ich dachte, mei, ist halt abgedreht, aber von Gewalt war eben keine Rede. Zu diesem Zeitpunkt hat Philipp F. bereits seine Waffe. Schon im Herbst 2022 hatte er eine Waffenbesitzkarte bei der Hamburger Waffenbehörde beantragt. Philipp F. ist über 25 Jahre alt. Er braucht kein Gutachten über seine persönliche Eignung zum Waffenbesitz. Seine psychische Gesundheit wurde nicht überprüft. Zwar hatte Philipp F. eine Vorgeschichte mit psychischen Problemen, aber Daten wie von Gesundheitsämtern können von der Waffenbehörde nicht abgefragt oder zusammengeführt werden. Im Dezember 2022 wird eine Besitzkarte für seine halbautomatische Waffe HKP-30 genehmigt. F. wird sich daraufhin viel Munition besorgen. Die Polizei sagt, es habe nur einen anonymen Hinweis gegeben. Wirklich? Gemeinsam mit T-Online sprechen wir mit dem Verein, in dem Philipp geschossen hat. Ich bin jetzt vom Hanseatic Gun Club. Wir waren gerade drin. Ein Interview wird uns nicht geben, aber ich kann sagen, dass die hier sagen, sie hätten im Januar einen Hinweis bekommen, und zwar einen Anruf vom Bruder des Attentäters, und er habe sie auf Veränderungen hingewiesen. Der Hanseatic Gun Club sagt, man habe den warnenden Anruf sofort an die Waffenbehörde gemeldet. Die Ermittler sagen, derzeit werde untersucht, ob es diese frühe Warnung des Gun Clubs tatsächlich gab. Ein paar Wochen später ist dann ein anonymes Schreiben bei der Polizei eingegangen. In dem anonymen Schreiben steht offenbar, Philipp F. sei nicht in der Verfassung, eine Waffe zu besitzen. Und er könnte seine Krankheit gut verbergen. Und was macht die Polizei? Sie googeln ihn im Internet und tatsächlich besuchen Beamte Philipp F. jetzt zu Hause in Hamburg-Altona und wollen ihn, die Waffe und die Munition überprüfen. Waffe und Munition seien bei der Kontrolle ordentlich verwahrt gewesen. Damals hätten 2 bis 3 Magazine in F.s Waffenschrank gelegen. Die Beamten finden allerdings eine lose Patrone auf dem Waffenschrank. Nur eine Ordnungswidrigkeit laut Polizei.
Man habe Philipp F. mündlich verwarnt. Er habe sich entschuldigt und einsichtig gezeigt. Keine weiteren Maßnahmen wurden ergriffen. Die Polizei sagt, die Kontrolle verlief okay und man habe sich mit ihm anschließend über andere Dinge wie die Einrichtung unterhalten. Dreißig Tage später erschießt Philipp F. 7 Menschen und sich selbst. Dann das nächste, was ich eben halt gehört habe, war Amoklauf im Königreichssaal in Hamburg. Was hast du da gedacht? Ich habe mir gedacht, bitte, bitte Philipp, bitte nicht du. Also, dass er es war? Genau. Ich habe ihm morgens um 6, als mir dieser Gedanke kam, dass er das sein könnte, eine WhatsApp geschrieben und habe gefragt, ob es ihm gut geht. Und die ging nicht durch. 2 Wochen nach dem Amoklauf stellt die Polizei fest, man habe das Buch vor der Tat doch schon entdeckt, aber es damals weder gekauft noch gelesen. Herr Meier, wir wollen natürlich mit Ihnen sprechen. Herr Meier, ich saß. War es ein Fehler, das Buch nicht zu bestellen? Also mit dem Wissen von heute hätte es uns nicht weitergebracht, jedenfalls nicht in der Verhinderung der Tat. Ich würde mir zukünftig, ist das verpflichtend, zukünftig habe ich das sozusagen vorgesehen, dass solche Analysen gemacht werden. Bisher, also sicherlich mit Blick auf die Tat ist es bedauerlich, aber ich würde es nicht als Fehler oder als auslösenden Fehler für die Tat sehen. Später wird es heißen, selbst wenn man das Buch gehabt und dadurch ein fachpsychologisches Gutachten angestoßen hätte, hätte man die Tat damit nicht verhindern können. Man hätte Philipp F. die Waffe demnach nicht sofort wegnehmen können. Philipp F. hatte offensichtlich psychische Probleme, war in stationärer Behandlung. Es gab mehrere Warnungen und Hinweise. Selbstverständlich wünscht man sich im Rückblick alles, was in irgendeiner Form hätte geschehen können, um diese Tat zu verhindern. Richtig ist aber auch, dass man im Rückblick in dem Wissen um das, was geschehen ist, natürlich auch die Ereignisse anders bewertet und beurteilt. Und selbstverständlich hätte es die Chance gegeben, einen Hinweis vorher zu bekommen, dann wäre jeder dafür dankbar gewesen. Aber was wusste die Gemeinde selbst? Warum hat Philipp F. die Gemeinde verlassen? Es heißt, bei den Zeugen Jehovas wird vieles dokumentiert und schriftlich hinterlegt. Und was können Sie sagen zu dem, was dazu geführt hat, dass er dann ausgestiegen ist? Auch dazu wollen und werden wir uns hier nicht äußern können. Warum nicht? Weil das die Aufgabe jetzt der ermittelnden Behörden ist, festzustellen, in welchem Zusammenhang das mit diesem schrecklichen Verbrechen stehen könnte. Die Gründe, warum jemand eine Gemeinschaft verlässt, sind Gründe, die diese Person selbst vertritt und selbstverständlich auch vertraulich behandelt werden müssen. Darauf muss sich jedes Gemeindemitglied verlassen, dass wir nicht nachträglich kommentieren oder über Gründe spekulieren, warum oder unter welchen Umständen jemand eine Gemeinschaft verlassen hat. Und was haben Sie da aus der Zeit davor erfahren? Also wie war er in der Gemeinde? Was war so der Eindruck, den die Gemeindemitglieder von ihm hatten? Und dazu möchte ich mich und darf ich mich zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern. Warum hat er sich dann mit über 30 Jahren entschieden, sich da anzuschließen? Darüber ist mir nichts bekannt. Es gab ja auch noch Mails, die der Täter verschickt hat, so Anfang 2022, die auch an einzelne Mitglieder der Zeugen Jehovas gingen. Was ist Ihnen darüber bekannt? Auch dazu ist mir nichts bekannt. Eines ist ihm noch wichtig. Nun, ein Vorwurf, den wir in diesem Zusammenhang gehört haben, ist, dass man aus der Tatsache, dass jemand unsere Gemeinschaft verlässt oder vielleicht unter bestimmten Umständen verlassen muss, abgeleitet werden kann, dass jemand so enttäuscht sein darf, dass er dann im Hass Gemeindemitglieder tötet. Das ist ein unerträglicher Vorwurf. Ende März machen die Zeugen Jehovas ihre eigene Trauerfeier. Wir haben leider keinen Presseplatz bekommen, dürfen nicht mit rein.
Wir verfolgen die Feier im Livestream, sowie mehr als 80.000 Zuschauer. Wir sind sprachlos angesichts des Ausmaßes an Gewalt und Brutalität. Aber es gibt sehr wohl ein Wort, das auszudrücken vermag, was wir empfinden, wenn wir an all diejenigen denken, die in dieser Nacht und seitdem für uns da waren, die geholfen haben. Dankbarkeit. Wir sind aber auch gekommen, um uns zu verabschieden, um zu gedenken und Abschied zu nehmen von Stefan, von Sebastian, von James und Marie, von Stephanie, von Dan und von unserer kleinen Romy. Laut Zeit wurde in der Waffenbehörde inzwischen ein Beamter versetzt, der dem angeblichen Hinweis des Hanseatic Gun Clubs nicht nachgegangen sein soll. Die Ermittlungen dauern an. Wir haben für diesen Film mit Aussteigern der Zeugen Jehovas gesprochen und viele von ihnen haben uns gesagt, dass sie Philipp F.'s Hass auf die Zeugen Jehovas nachvollziehen könnten, weil sie bei ihrem eigenen Ausstieg Kontaktabbrüche zum Teil der eigenen Familie erlebt hätten. Die Polizei und die Zeugen Jehovas äußern sich uns gegenüber allerdings nicht zu den Hintergründen von Philipp F.'s Ausstieg. Wir wissen zu wenig darüber, um ihm ein Motiv wie dieses zuzuschreiben. Daher bleiben wir weiterhin an dem Fall dran.